Der Sicherheitssprecher der Grünen, Peter Pilz, ist der Nächste. Ja, werte Kolleginnen und Kollegen, ich kann gleich anknüpfen. Österreich ist neutral und Österreich bleibt neutral. Aber es gibt etwas, was noch viel wichtiger ist als die Neutralität. Das ist der Rechtsstaat, das ist die Demokratie und das sind die Menschenrechte. Und wer das nicht versteht, der versteht auch nicht, was nicht nur die Aufgaben eines neutralen Staates sind. Und jetzt beginne ich ganz bewusst mit den USA und der NATO. Ich halte die Politik der USA in der Ukraine für verantwortungslos und gefährlich. Ich halte die Politik der NATO gegenüber Russland für verantwortungslos und gefährlich. Das Versprechen, das 1989 gegeben worden ist, keine NATO-Osterweiterung bis an die russischen Grenzen, damit sich Russland sicher fühlen kann, ist ganz offensichtlich gebrochen worden. Und der schwerwiegendste Bruch dieses Versprechens findet seit längerem in der Ukraine statt. Das ist die eine Seite. Das ist verantwortungslos und gefährlich. Aber es gibt was anderes, was weit über das hinausgeht. Und das ist eine blanke militärische Aggression. Das ist ein Überfall, ein militärischer Überfall auf einen europäischen Staat. Und darüber müssen wir reden. Präsident Putin sagt noch nicht offen nach der Krim, was er als nächstes vorhat. Aber die Kreise um ihn reden längst nicht nur in Moskau, sondern auch in Wien bei ihren Treffen ganz offen. Da gibt es einen Alexander Dugin, der längst nicht mehr von der Ostukraine spricht, sondern auch in Wien, in Ihrer Gegenwart, Herr Klubobmann-Strache, gesprochen hat über Novorossija, so heißt das. Neurussland heißt das bei Dugin, dem Putin-Berater, und bei Maxim Schewtschenko, einem weiteren Rechtsextremisten und Kopf des sogenannten Anti-Orange Committees. Die sprechen von Novorossija. Und Neurussland ist nach Meinung dieser engen Putin-Verbündeten längst ein künftiger legitimer Teil Russlands, wo Russland das Recht hat, wie auf der Krim das Militär einzusetzen, um Novorossija nach Russland heimzuholen. Das ist das großrussische Projekt. Und ich frage die Kolleginnen und Kollegen der Freiheitlichen Partei gerade bei ihrer Parteigeschichte, können Sie es wirklich verantworten, ein großrussisches Projekt mitten in Europa politisch zu unterstützen? Ich halte das für vollkommen verantwortungslos. Die letzte österreichische Partei, die einen russischen Überfall auf einen unabhängigen europäischen Staat gerechtfertigt hat, war die Kommunistische Partei Österreichs. Die war aus guten Gründen schon lange nicht mehr im österreichischen Nationalrat. Die Freiheitliche Partei ist die erste österreichische Parlamentspartei, an die ich mich erinnern kann, die den militärischen Überfall auf einen souveränen Staat politisch rechtfertigt. Diese Politik, solche Aussagen und solche Ansichten haben in keinem Parlament der Europäischen Union auch nur irgendetwas verloren. Herr Klubobmann-Strache, ich frage Sie persönlich eines. Wenn in Wien alles schlecht ist und wenn in Moskau alles gut ist, warum gehen Sie nicht nach Moskau? Warum gehen Sie nicht nach Moskau? Warum gehen Sie nicht zu Dugin? Warum gehen Sie nicht zu Schewtschenko? Warum gehen Sie nicht vor Putin? Dort wäre die Freiheitliche Partei bedauerlicherweise mehrheitsfähig. In diesem Nationalrat ist großrussische und freiheitliche Politik zum Glück nicht mehrheitsfähig. Meine Damen und Herren, wir sind neutral.
Wir werden die österreichische Neutralität gegenüber gefährlicher amerikanischer und NATO-Politik verteidigen. Aber wir werden sie vor allem gegenüber aggressiver großrussischer Politik verteidigen. Es ist wichtig, dass neutrale Vorschläge machen, wie Frieden in der Ukraine, auch wie ein Verständnis für die legitimen Sicherheitsinteressen Russlands, wie all das aussieht und wie europäische Lösungen unabhängig von verantwortungsloser amerikanischer und NATO-Politik aussehen können. Das wäre Aufgabe der österreichischen Bundesregierung, des Bundeskanzlers und des Außenministers, hier Vorschläge zu machen und in Europa dafür zu überzeugen. Aber jetzt geht es einmal um ein klares Signal. Ein klares Signal gegenüber großrussischer und bedauerlicherweise auch freiheitlicher Politik von Seiten einer großen Mehrheit dieses Nationalrats. Dankeschön. Die FPÖ rechtfertigt mit ihrer Haltung den militärischen Überfall der souveränen Ukraine durch russische Truppen, sagte Peter Bild.